glaube an Karma. Ich bin fest überzeugt, wenn ich Gutes für andere tue, wird auch Gutes zu mir zurückkommen. Der Fahrer und unsere Dolmetscherin, die haben auf Polizeischutz bestanden, dass sie sich da sonst bei Dunkelheit nicht mehr reingetraut hätten. Ich bin immer noch geflasht von gestern. Was für ein Tag. Der eine oder andere weiß, ich bin ein spiritueller Mensch und ich glaube an Karma. Ich bin fest überzeugt, wenn ich Gutes für andere tue, wird auch Gutes zu mir zurückkommen. Und deswegen bin ich karitativ und spende immer einen Teil von meinen Einnahmen. Und ich tue das immer regional. In Leipzig für Leipziger Projekte, in Dresden für Dresdner Projekte, in Panama habe ich einen Fußballplatz mitfinanziert in einem Elendsviertel und gestern bin ich hier in einem Slum gewesen in Cartagena und habe hier Menschen geholfen. Die Idee hat schon einige Tage in mir geschlummert und ich habe sogar jemanden gefunden, der mitgemacht hat. Die liebe Sandra Ledermüller und der Markus, die haben vor 2 Monaten ein Video von mir in Panama gesehen, wo ich über Auswandern gesprochen habe und haben entschieden, ebenfalls nach Cartagena zu kommen. Hier haben wir uns getroffen, der habe ich von meinen Plänen erzählt und die sagten, boah, da sind wir sofort dabei, das haben wir auch schon lange Zeit vor. Also sind wir gestern in Supermärkte und haben Lebensmittel gekauft und Kleidung für Babys, also wirklich Dinge, die auch ankommen bei den Menschen. Kein Bargeld, was wieder irgendwie zweckentfremdet wird, nein, Dinge, die wirklich helfen. Und dann sind wir in so ein Elendsviertel hineingefahren, wir haben uns das vorher angesehen, wir haben geklärt, was die Menschen wirklich brauchen. Das sogar bei Dunkelheit und unter Polizeischutz, da bin ich überstimmt worden. Ich habe gesagt, hey, wir helfen da, Karma, alles wird gut, aber nein, der Fahrer und unsere Dolmetscherin, die haben auf Polizeischutz bestanden, dass sie sich da sonst bei Dunkelheit nicht mehr reingetraut hätten. Wir haben eine Summe gespendet von 2,5 Millionen Peso, klingt jetzt erstmal viel, das sind 500 Euro umgerechnet. Das klingt jetzt wenig, aber wenn wir vergleichen, dass die Menschen hier zwischen 20.000 und 30.000 Peso am Tag verdienen, wenn sie Arbeit haben, in den Slum hat keiner Arbeit, dann sind auf einmal 2,5 Millionen wieder sehr, sehr viel. Und jetzt siehst du einige Impressionen von dem, was wir gestern erlebt haben. Hay un sector que se llama la bendición de Dios. Hat eine Strecke, wo heißt la bendición de Dios, also Gottes Segen. La bendición de Dios, das ist so der Name von diesem kleinen Strecke von dem Quartier. Familias que han recuperado esa tierra porque ahí no había construido nada. Ah, sind Invasionen gewesen, so Leute, die einfach das Land übernommen haben und dann haben angefangen, ihre Häuser zu propiamente no es invasión, ja. Es recuperación. Porque esa tierra les pertenece a ellos, sí. Porque es tierra donde ellos necesitan vivir, ¿no? Sí. Das sind die Hilfspakete, die wir verschenken. Hier werden sie jetzt zusammengestellt. Drin haben wir zweimal Reis, zweimal Linsen. Das ist Maismehl. Nudeln sehe ich dabei. Thunfisch, da wurde ich überstimmt. Ich wollte eigentlich nur vegetarisch. Das sieht sowas aus wie Zucker. Genau. Öl haben wir dabei. Brot, Schokolade, Pasta hatte ich schon gesagt. Ja, davon kann man doch gut eine Woche essen. Und dann gibt es noch weitere Pakete mit Hygieneartikel, mit Deo und Zahnbürste und Zahnpasta. Und ich denke, das können die Menschen da gut gebrauchen.
die Banane heute. Das ist der schönste Blick der Stadt hier. Ha? Unglaublich. Man dreht so hinter viel. Ja, aber wirklich. Dann stürmen plötzlich die Leute auf mich zu und erzählen mir etwas. Ich habe nichts verstanden. Ich dachte, die wollen noch mehr. Und die sind traurig, dass andere mehr als sie bekommen haben. Aber wir hatten nichts mehr für so viele Menschen. Dann habe ich mich getraut, das iPhone aus der Tasche zu nehmen mit der Übersetzungs-App, was die denn mir gerade erzählen wollen. Wollten sie mehr? Wollten sie mich beklauen? Waren sie undankbar? Nee. Genau das Gegenteil. Wir hätten dort keine Polizei gebraucht. Die Menschen sind gut.